Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile dritten und letzten Teil meiner großen Bookshelf-Tour. Falls ihr die ersten beiden Teile noch nicht gesehen habt, dann ist es überhaupt kein Problem. Ich habe sie euch auf jeden Fall in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr da auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Da habe ich schon, ja, mein anderes Regal extrem genau beleuchtet. Und es sind natürlich dann auch sehr, sehr viele Bücher, mit denen ihr da konfrontiert werdet. Heute steht auf jeden Fall dann der letzte Teil an. Ich freue mich sehr darauf, den für euch jetzt drehen zu können und ein bisschen was zu den Büchern sagen zu können. Hoffe natürlich, es gefällt euch. Ich freue mich wie immer sehr über eure Anmerkungen. Ja, falls ihr die Bücher bereits gelesen habt, die ich euch jetzt vorstelle, dann schreibt mir gerne was dazu. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach direkt und ich zeige euch jetzt den letzten Teil meines Bücherregals. So, ihr erinnert euch, die obersten Regalbretter, die ihr jetzt hier seht, hatte ich euch schon im zweiten Teil meiner Bookshelf-Tour gezeigt. Und wir machen jetzt hier bei der Reihe weiter quasi, die komplett schwarz ist. Also meine ganzen Thriller. Damit lege ich jetzt los und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, und wir legen direkt los mit den ganzen Arno Strobel-Büchern. Ihr seht die da schon. Wir haben Der Trakt, Das Wesen, Das Skript, Der Sarg, Das Rachespiel, Das Dorf, Die Flut und Tiefe Narbe. Allesamt, wie gesagt, von Arno Strobel. Und allesamt gelesen. Ich mag Arno Strobel sehr, sehr gerne. Also für mich gehört er mit Fitzek so zu den besten deutschen Thriller-Autoren. Von denen ihr, die hier seht, diese schwarzen, da mochte ich tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, Das Dorf am liebsten, weil das einfach für mich so den meisten Thrill hatte und tatsächlich auch, ja, so ein bisschen am unerwartetsten, ich habe heute echt ein Sprachproblem, am unerwartetsten war für mich. Also, genau, aber alle sind eigentlich echt gut. Also es gab da keins, wo ich sagen würde, boah, das hat mir jetzt nicht gefallen. Ich fand die alle gut. So, das Buch daneben ist Saving Grace von B.A. Paris. Das fand ich auch sehr, sehr gut und möchte ich schon die ganze Zeit nochmal rereaden, weil es wirklich für mich einer der besten Thriller ist. Also hätte ich auch in meinem Top 5 Thriller-Video vorstellen können. Macht euch gerne mal schlau, worum es darüber geht. Ich fand es richtig, 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 richtig gut. Wirklich. Also guckt euch das unbedingt mal an, falls ihr Thriller mögt. Dann haben wir hier meine 4 Richard Layman Bücher. Die Spur, Nacht, Der Killer und die Familie. Auch allesamt bereits gelesen und auch geliebt. Also mit Richard Layman ist es so, entweder man liebt seine Bücher oder man hasst sie. Sie sind schon sehr cringy, crappy. Also es ist jetzt keine hochtrabende, tiefgründige Geschichte, um Gottes Willen. Aber was das Ding ist einfach, diese Geschichten sind allesamt sehr unterhaltsam und das fand ich einfach gut. Und by the way, nochmal ein kleiner Tipp. Ihr seht schon, dass es, oder ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist auf jeden Fall im Heine Hardcore Verlag erschienen. Deshalb ist das für schwache Nerven eher nichts, würde ich sagen. Wer aber kein Problem hat mit Blut und Gemetzel, für den ist das, denke ich, ganz gut. So, dann geht's weiter mit Stieg Larsson und einmal Verblendung, Verdammnis und Vergebung. Ja, diese Trilogie, diese große, wo es auch Filme dazu gibt, habe ich leider alle drei bisher noch nicht gelesen. Sind schon sehr lange auf meinem Sub, aber ja, wie gesagt, leider bisher noch nicht dazu gekommen, weil die auch sehr, sehr dick sind. Dann haben wir von Dean Koontz, oder wie er ausgesprochen wird, Intensity, habe ich gelesen, kann mich allerdings gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich es eigentlich ganz gut fand. So, aber ich kann mich tatsächlich echt gar nicht mehr daran erinnern, das ist schon sehr lange her. Von Zoran Drevenka haben wir einmal Still und einmal Du. Still habe ich bereits gelesen und fand ich super gut, gehört auch zu den besten Thrillern, habe ich aber auch in dem Video vorgestellt. Kann ich euch auch gerne mal verlinken in der Infobox. Und also das war wirklich ein absoluter Überraschungshit, finde ich, für mich. Du daneben habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, schlummert jetzt auch schon etwas länger auf meinem Sub, aber würde ich bald meinen Angriff nehmen. Dann haben wir daneben David Morrell, einmal Creepers und Level 9. Creepers hat mich damals extrem überrascht. Ich hätte nicht mit einer so krass, gigantischen, gruseligen, furchteinflößenden Geschichte gerechnet. Also hätte ich wirklich nicht, aber ich wurde damit vollkommen überrascht und mir hat es sehr gut gefallen. Also lest das Buch unbedingt, wenn ihr auf Thriller steht. Level 9 ist der Nachfolgeband zu Creepers, soll allerdings nicht mehr ganz so gut sein und deshalb liegt der wahrscheinlich auch noch auf meinem Sub und ich habe bisher nicht mehr dazu gegriffen. Echt schade eigentlich, weil es wirklich, Creepers war so, so gut und ja, aber Level 9 soll irgendwie, ich weiß nicht, ich wüsste auch nicht, wie man Creepers tatsächlich noch, also was darauf kommen sollte, weil die Geschichte eigentlich abgeschlossen ist. Aber naja, mal gucken, vielleicht lese ich irgendwann Creepers nochmal und direkt danach Level 9 und dann gucke ich einfach mal. Dann haben wir von Melanie Rabe Die Falle, habe ich bereits gelesen. Ich habe ja mehrere Bücher von Melanie Rabe schon gelesen, die anderen stehen aber immer im anderen Regal und die fand ich alle gut. Also sie ist echt eine gute Schriftstellerin. Wow, gut klingt gerade so, naja,
semi, aber nee, sie ist wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir von Jonas Winner Die Zelle, fand ich auch ganz gut, aber eher so mittelmäßig, weil, weiß ich nicht, also ich hätte mir noch ein bisschen mehr erhofft. Dann seht ihr als nächstes von Andreas Eschbach 1 Billion Dollar. Die sehr, sehr alte Ausgabe, die habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Liegt auch schon relativ lange auf meinem Sub, aber ja, was soll's. Dann ein ebenso dickes Buch ist Der Übergang von Justin Cronin. Von diesem Buch habe ich bisher sehr, sehr viele gute Sachen gehört, habe ich aber leider ja auch noch nicht gelesen. Müsste ich auch mal langsam in Angriff nehmen. Ich habe sehr, sehr vieles aus diesem Regal jetzt hier nicht gelesen. Von Jack Ketchum haben wir hier einmal Wahnsinn, Beutezeit und Evil, die ich alle drei schon gelesen habe und alle auch gut fand. Aber besonders Evil war wirklich sehr, sehr evil. Also Jack Ketchum ist schon wirklich nichts für schwache Nerven, würde ich sagen. Der schreibt schon sehr, sehr brutal und explizit. Aber wer darauf steht, für den ist das auf jeden Fall was. Ja, dann geht's schon weiter mit meiner gesamten, nein, nicht mit der gesamten, aber mit ein paar Stephen King Büchern, die ich hier habe. Die anderen sind ja Hardcover, die stehen im anderen Regal. Wir haben hier Menschenjagd, noch nicht gelesen. Friedhof der Kuscheltiere habe ich gelesen und fand ich sehr, sehr gut. Da muss ich die Neuverfilmung noch gucken. Der Anschlag, ja, da hatte ich ja mal, das habe ich euch auch schon erzählt, bis Seite 500 gelesen, aber dann irgendwie nie weiter. Warum auch immer. Und ich möchte das Buch jetzt aber auf jeden Fall nochmal anfangen, weil mich die 500 Seiten sehr, sehr, sehr überrascht haben und mich sehr mitgenommen haben. Dann haben wir hier Dr. Sleep, fand ich so mittelmäßig. Dead Zone fand ich auch so mittelmäßig. Es wiederum ist, ja, glaube ich, unangefochten mein Lieblingsbuch von Stephen King. Es war wirklich wahnsinnig gut und ich fand auch die Neuverfilmung, die jetzt vor 2 Jahren ins Kino kam, sehr, sehr gut. Also ja, wirklich so ein Buch, was man in seinem Leben, glaube ich, nicht mehr vergisst. Daneben kommt Shining. Da habe ich bisher nur den Film geguckt, aber das Buch wollte ich halt auch schon sehr, sehr lange lesen. Deshalb liegt es hier und wird hoffentlich bald gelesen. Ist auch schon, ja, eine etwas ältere Ausgabe. Dann haben wir hier von Dan Brown einmal Illuminati und Sakrileg. Illuminati habe ich schon gelesen, fand ich okay. Ja, ich fand, der Hype war immer so ein bisschen so, oh mein Gott, du musst dieses Buch lesen. Dan Brown schreibt super. Ich finde, er schreibt auch super, aber für mich war es irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Deshalb habe ich Sakrileg auch noch nicht gelesen, quasi der zweite Teil in dieser Robert Langdon-Reihe. Aber ja, ich möchte den auf jeden Fall noch lesen, nur jetzt gerade habe ich irgendwie nicht so Lust drauf. Dann haben wir von Simon Beckett Kalte Asche und Leichenblässe. Die Chemie des Todes habe ich leider gar nicht hier, das ist ja der erste Teil. Das fand ich, den Teil fand ich noch am besten. Dann Kalte Asche, Leichenblässe sind aber auch gut. Ich habe die ganze Reihe gelesen, ich glaube bis auf den letzten Band dieser David Hunter-Reihe. Und Simon Beckett schreibt wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Thriller einfach, die einen mitnehmen und nicht mehr loslassen. Von Wiebke Lorenz haben wir Alles muss versteckt sein, auch ein absolutes Thriller-Highlight. Da habe ich auch mehr in meinem Top 5 Thriller-Video zu gesagt. Ja, es ist wirklich ein unglaublich krasses Buch mit sehr vielen unerwarteten Wendungen. Von Ethan Cross haben wir Ich bin die Nacht und Ich bin die Angst. Also nur diese beiden Teile. Ich weiß gar nicht, wie viel es da jetzt mittlerweile schon gibt aus der Reihe. Die fand ich aber beide sehr gut. Also definitiv lesenswert. Ja, Das verlorene Dorf, da das letzte Buch in der Reihe von Stefanie Kaspar, hat mich auch vollkommen aus den Socken gehauen. Sagt man das so? Ja, es ist eher so ein historischer Thriller, würde ich sagen. Aber auch hier passiert sehr, sehr vieles, was unerwartet ist. Was mich einfach mega geschockt hat, aber was ich umso cooler irgendwie fand. Also es war ein sehr, sehr guter Thriller. Und bei dem hatte ich einfach keine Erwartung, wurde dann so heftig überrascht. Dann geht's hier weiter mit Ene Mene von M.J. Arledge. Habe ich gelesen, fand ich aber echt leider ziemlich schlecht. Von Christiane F. haben wir Wie Kinder für den Bahnhof Zoo. Habe ich gelesen, auch schon sehr, sehr früh. Und dieses Buch, boah, das lässt einen auch nicht mehr los. Gerade mit den Bildern, die da auch noch mit drin sind. Das ist echt ein ziemlich heftiges Buch, muss ich sagen. Und ich fand auch den Film umso heftiger. Aber ich finde es auch gut, dass das Buch in Schulen sehr, sehr oft durchgenommen wird. Bei uns, mir jetzt nicht, bei mir war es nicht so, aber finde ich gut, tatsächlich. Also ich glaube, man kann sich nicht genug mit diesem Thema auseinandersetzen und quasi so präventiös da mitarbeiten. Ja, von Wolf Dorn haben wir einmal Kalte Stille und Trigger, beide gelesen und beide geliebt. Ich habe ja auch noch Phobia von ihm als Hardcover, das fand ich auch sehr, sehr gut. Also Wolf Dorn gehört wirklich auch zu einem absoluten Thriller-Schreibtalenten, muss man sagen. Nightfalls von Jenny, wie heißt die, Milchman, habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr, sehr gut. Die 7. Stunde von Elisabeth Herrmann habe ich noch nicht gelesen. Von Elise Feeney, Manchmal lüge ich, habe ich auch gelesen. Da gab es ja so einen richtigen Hype drum. So mega krass fand ich das Buch dann nicht. Es war ein guter Thriller, aber ich weiß nicht, ob der Hype jetzt so gerechtfertigt ist. Keine Ahnung.
Von Chibi Stevens habe ich hier Still Missing, That Night and Those Girls. Chibi Stevens finde ich super, also wirklich eine richtig gute Autorin. Ich finde, sie hat so einen Schreibstil, dass irgendwie alles total real und lebendig wirkt und dass man echt total mit diesen Protagonisten mitfiebert die ganze Zeit. Also das sind so absolute liebenswürdige Charaktere, die man irgendwie dann auch einfach schwer wieder loslassen kann. Und ja, von den dreien hier fand ich tatsächlich Those Girls, glaube ich, echt am besten. Von Sabine Thiessler haben wir Versunken, das habe ich bereits gelesen, fand ich gut. Ich mag Sabine Thieslers Bücher alle eigentlich relativ gerne. Dann haben wir daneben von Frank Schätzing Der Schwarm, noch nicht gelesen, weil mich die Dicke irgendwie total abschreckt und dieses eher wissenschaftliche Thema. Von Andreas Winkelmann haben wir Das Haus der Mädchen da, dieses graue Buch. Das fand ich auch gut, auch sehr, sehr überraschend, weil ich auch hier irgendwie mit kaum was wirklich gerechnet habe, aber dann, ja, mit einer wirklich guten Geschichte überrascht wurde. Genau, jetzt bewegen wir uns schon so langsam aus dem Thriller-Bereich so ein bisschen weg. Es geht weiter mit Doors von Markus Heitz. Mit diesen zwei, es gibt ja drei Büchern, die zwei, die ich gelesen habe, fand ich okay, aber auch eher so ein bisschen, okay, das war's jetzt, kommt da noch was? Also, bisschen enttäuscht war ich, weil das Ganze so krass beworben wurde, aber ja, es war jetzt auch nicht schlecht. Von Lemony Snicket, meinem Kindheitshelden, haben wir hier einmal Das düstere Dorf und Das schaurige Spital. Diese Reihe umfasst ja keine Ahnung wie viele Bände, aber ich fand die alle eigentlich gut. Ich habe auch, glaube ich, alle gelesen, beziehungsweise die wurden uns auch damals in der Schule immer vorgelesen, das weiß ich noch. Ja, fand ich alle gut und lesenswert und es ist einfach eine richtig krasse Geschichte, die man so irgendwie kaum liest. Also ich kenne kaum was wirklich Vergleichbares und ich fand auch die Serie eigentlich ganz gut, die es ja auf Netflix gibt. Ja, von Isabel Abidi haben wir Lucien, Isola und Vispa. Lucien habe ich noch nicht gelesen, dafür aber Isola und Whisper und die fand ich gut. Sie schreibt sehr, sehr gute Jugendthriller, wie ich finde, die auch sehr, sehr lesenswert sind. Deshalb guckt da unbedingt mal rein. So, jetzt geht es ein bisschen in die Richtung Dystopie-Fantasy. Wobei auch nur hier bei dem nächsten Buch, nämlich Royal von Valentina Fast, habe ich auch gelesen, relativ spät, erst so nach dem Hype, aber fand ich sehr, sehr gut. Muss ich auch mal definitiv weiterlesen, die Reihe. Von Carlos Ruiz Zafón haben wir Der Schatten des Windes, fand ich auch sehr, sehr gut. Das gehört ja zu Emma Watsons Lieblingsbüchern, bin ich der Meinung. Und ja, Emma Watson hat einen sehr, sehr guten Lesegeschmack, wie ich finde, denn auch mich hat das Buch total berührt. Es ist mal eine ganz andere Geschichte, würde ich sagen, aber eine, die einen definitiv nie loslässt, würde ich sagen, genau. Von Ava Reid haben wir hier Wir fliegen, wenn wir fallen. Und dazu muss ich sagen, dass mich das leider echt so ein bisschen enttäuscht hat. Also ich wollte es echt mögen, aber irgendwie war, glaube ich, dann der Hype auch hier wieder zu groß und ich hätte mir da sonst was vorgestellt oder keine Ahnung. Es war jetzt auch an sich nicht schlecht und es ging mir an einigen Stellen viel zu schnell und ich konnte nicht so die Bindung zu den Charakteren fühlen. Also, ich weiß nicht. Aber dafür fand ich ja Alles nichts und ganz viel dazwischen von ihr super. Ja, Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green fand ich so mittelmäßig. Auch hier habe ich das, ich habe es nach dem Hype gelesen, hatte, glaube ich, auch hier ein bisschen zu hohe Erwartungen und wurde da auch nicht enttäuscht. Aber irgendwie konnte es mich leider auch nicht so berühren, wie es andere, glaube ich, berühren konnte. Leider. Aber mit John Green und mir ist es ja sowieso so ein bisschen, ich stehe ja so ein bisschen mit ihm auf Kriegsfuß, keine Ahnung. Und dann kommen wir schon zum letzten Regalbrett. Das sind zwei Reihen und ich werde euch jetzt erstmal hier die vordere Reihe zeigen, bevor ich das dann umräume bzw. wegräume und euch die hinterliegende Reihe zeige. Wir haben hier einmal All I Want for Christmas von Julia K. Stein. Habe ich leider noch nicht gelesen, wollte ich eigentlich letztes Jahr Weihnachten lesen, habe es aber nicht geschafft. Jetzt versuche ich es vielleicht dieses Jahr Weihnachten, wenn das geht, mit Neuseeland. Mal gucken. Ja, zu meinem absoluten oder einer meiner absoluten Lieblingsbücher kommen wir jetzt. Joel Dicker, Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert. Ich glaube, ich muss nicht mehr allzu viel sagen. Dieses Buch war grandios. Guckt euch meine Rezension dazu an. Da habe ich sehr, sehr viel über das Buch gesagt. Ich liebe dieses Buch. Mein absolutes Highlight 2019 bisher. Lest es einfach alle. Also, ja, mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Von Joel Dicker haben wir daneben die Geschichte der Baltimores. Das liegt noch auf meinem Sub. Ist noch ungelesen. Habe ich sehr, sehr hohe Erwartungen. Mal gucken, wie es mir gefallen wird. Dann haben wir hier von Jessica Koch, Dem Horizont so nah. Und, oh mein Gott, Leute, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe dieses Buch absolut geliebt. Ich bin ja echt ein harter Brocken. Weine nicht so oft bei Büchern, aber da musste ich es. Ich sag nicht mehr, aber es war unglaublich emotional und ergreifend. Und ich freue mich sehr auf den Film. Ich hoffe, dass ich den irgendwie gucken kann, weil ich ja im Ausland bin, jetzt wenn er rauskommt im Oktober. Aber ja, ich bin einfach mal positiv. Hoffentlich klappt das irgendwie, weil ich möchte ihn unbedingt sehen. Es sieht so gut aus. The Hate U Give habe ich noch nicht gelesen von Angie Thomas. Da habe ich aber den Film gesehen, den fand ich gut. Dann kommen wir hier zu Celia Ahern, Für immer vielleicht, fand ich auch gut. Ja, mal ein bisschen anderes Buch, bisschen anderes Ende vor allem auch, aber hat mir gar nicht mal so schlecht gefallen. Also ja, das konnte mich sehr berühren damals, das weiß ich noch. Ein Tag im Dezember kommt dann von Josie Silver.
Habe ich auch noch nicht gelesen. Will ich eigentlich auch zur Weihnachtszeit lesen jetzt. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr mal gucken. Aber ja, ich habe auch gehört, dass es gar nicht mal so um Weihnachten gehen soll, sondern eher das ganze Jahr überspielen soll. Ich habe keine Ahnung. Aber es soll eigentlich sehr, sehr gut sein. Dann haben wir SMS für dich von Sophie Kramer. Fand ich auch sehr, sehr süß und toll. Wüsste aber nicht, ob ich das heute noch so gern lesen würde, weil ja, ich lese irgendwie nicht mehr so diese typischen, ich sag mal, kitschigen Liebesgeschichten. Aber PS, ich liebe dich, also das Buch daneben von Cecilia Ahern. Warum stehen die eigentlich auseinander, die beiden Bücher? Keine Ahnung. Das fand ich sehr, sehr süß und da mag ich auch den Film total gerne. Dann haben wir hier Das Schiff der tausend Träume von Leah Fleming. Das habe ich mir mal gekauft, weil ich ja so ein großer Titanic-Fan bin und ich dachte, nee, es spielt sogar, glaube ich, auf der Titanic. Um drei Frauen oder so, aus deren Sicht wird es dann erzählt. Soll sehr, sehr gut sein, hat gute Bewertungen, aber habe ich bisher leider noch nicht gelesen. Von Jeffrey Archer haben wir Spiel der Zeit, habe ich leider auch noch nicht gelesen. Ist ja sowas Historisches. Ich weiß nicht mehr genau, worum es geht, aber es soll gut sein. Ist auch eine Reihe. Dann haben wir hier von Andrew Davidson Gargoyle mal was ganz, ganz anderes. Das habe ich geschenkt bekommen, das Buch, und auch direkt gelesen damals. Es ist wirklich eine sehr andere Geschichte. Ich hätte auch wahrscheinlich niemals so alleine dazu gegriffen, wenn ich es nicht geschenkt bekommen hätte. Ich fand's gut. Ich fand's echt, echt gut. Also das ist wirklich so ein Buch, was man irgendwie gar nicht so wirklich kennt, aber definitiv mal reingelesen haben sollte. Von Mary Force haben wir 5 Years Gone. Ich denke immer, das ist irgendwie ein englisches, die englische Ausgabe von dem Buch, aber es ist tatsächlich deutsch. Habe ich aber auch noch nicht gelesen. Generell noch nichts von Mary Force. Dabei sollte ich das mal tun, weil sie ja irgendwie voll die Herbst, gemütliche Lesezeit-Queen ist, sag ich mal. So, und dann haben wir hier noch eine von Geneva Lee, Royal Passion. Fand ich so mittelmäßig. Es war sehr, sehr klischeehaft. Manchmal sehr, weiß ich nicht. Sehr, sehr kitschig, würde ich sagen. Und sehr unrealistisch natürlich auch. Aber ja, ich glaube, bei so einem Buch kann man auch irgendwie, weiß ich nicht, kann man nicht so mega viel erwarten, oder? Ja, dann haben wir hier einmal auf dem Kopf liegen von Anna Todd, die After-Reihe. After Passion, After Truth, After Love und After Forever. Sind die in der richtigen Reihenfolge? Ja, sind sie. Fand ich gut, beziehungsweise es ist so eine Hassliebe, habe ich auch schon öfter mal erzählt. Irgendwie ist die Reihe jetzt nicht 100% was für mich, aber trotzdem möchte ich irgendwie immer weiterlesen und trotzdem reizt mich das Ganze irgendwie. Fragt mich nicht wieso, vielleicht geht es euch ähnlich. Ja, und ich mag Harlan eigentlich auch ganz gerne. The Bright Stars Attract. Der erste Teil dieser neuen Reihe habe ich noch nicht gelesen. Habe ich auch sehr, sehr viel Schlechtes leider darüber gehört. Keine Ahnung. Ja, und dann haben wir hier von Anna Todd After Passion nochmal in dieser neuen Filmausgabe. Und wir sind beim allerletzten Regalbrett. Huhu. Dann haben wir alle Bücher hier immer abgegrast und ich habe zu jedem ein bisschen was erzählt. Ja, wir starten hier mit Die Rivalin von Michael Robotham. Habe ich bereits gelesen und auch fand ich echt, echt ziemlich gut. Hätte ich nicht gedacht, dass die Geschichte mich so flashen würde. Guter Thriller. Dann haben wir Super und Dir von Katrin Wesseling. Auch mal ein bisschen anderer Roman. Hätte ich wahrscheinlich auch so nicht so gegriffen, wenn ich nicht so viel Gutes drüber gehört hatte. Fand ich sehr gut und sehr lesenswert. Und man überdenkt so ein bisschen auch so sein eigenes Verhalten, sein eigenes Handeln. Es gibt so ein paar Denkanstöße mit auf den Weg und das fand ich sehr gut. Ja, Wer war Alice von, wie heißt sie, T.R. Richmond? Fand ich okay. Hätte ich auch ein bisschen mehr erhofft, nachdem dieser Hype so groß war. Die Gabe von Naomi Alderman habe ich noch nicht gelesen. Die Vergessenen von Ellen Sandberg habe ich gelesen und das fand ich auch gut, wobei ich auch hier nicht mehr allzu viel leider drüber weiß. Keine Ahnung, da ist auch schon sehr, sehr viel weg vom Inhalt. Ja, von Caroline Kepnes haben wir You, Du wirst mich lieben, welches ich absolut großartig fand. Also so eine Überraschung, als ich es gelesen habe. Ist auch schon ein bisschen länger her. Ich habe es eigentlich direkt gelesen, als es rauskam. Ich fand es so gut. Es wird auch echt mal wieder Zeit für einen Reread. Ich freue mich sehr auch auf die zweite Staffel der Serie. Also quasi Hidden Bodies hier. Ich werde dich finden. Auch von Caroline Kepnes eben der zweite Teil zu You. Den habe ich noch nicht gelesen. Den werde ich auf jeden Fall dann, bevor die zweite Staffel losgeht von der Serie auf Netflix, werde ich auf jeden Fall lesen. Das so viel steht fest. Ja, von Leisure Raven, Wohin du auch gehst, habe ich noch nicht gelesen. Geht ja so ein bisschen um Theaterspielen, Romeo und Julia, irgendwie so. Ja, reizt mich sehr, aber eben, wie gesagt, noch nicht gelesen. Von Matt Haig, Ich und die Menschen, war mal eine ganz andere Geschichte. Fand ich aber nicht schlecht. Also es war sehr amüsant beim Lesen und ich mag Matt Haig und seinen Schreibstil wirklich sehr, sehr gern. Dann kommen wir zu meinen Musso-Büchern. Einmal Die junge Frau und die Nacht. Vielleicht morgen. Nachricht von dir und Nacht im Central Park. Alle bereits gelesen und alle geliebt. Wer einmal Musso gelesen hat, der weiß, das ist irgendwie ein ganz, ganz besonderer Schreibstil. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und habe das einfach sehr geliebt, diese Bücher zu lesen. Du neben mir von Nicola Yoon haben wir als nächstes. Fand ich auch sehr, sehr süß. Man kommt da sehr schnell durch, weil das Buch echt nicht dick ist und sehr kurze Kapitel immer nur beinhaltet, aber war sehr süß. Da gibt es auch einen Film
zu, oder? Den habe ich auf jeden Fall noch nicht geguckt. So viel steht fest, aber ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob es das verfilmt wurde. Ich glaube aber schon. Ja, von Timo Wermes, er ist wieder da, haben wir im Deutschunterricht gelesen. Das weiß ich noch und es war sehr interessant, das mal durchzugehen. Ist auch mal eine andere Schullektüre, wie ich finde. Ne? Also nicht so das Typische. Fand ich sehr, sehr gut. Auch den Film fand ich sehr gut. Ist mal was anderes, regt zum Denken an und sowas liebe ich sehr. Und der Humor in diesem Buch ist unschlagbar. Ja, Der Marsianer von Andy Weir habe ich auch gelesen und geliebt. Da habe ich den Film auch noch nicht geguckt. Habe ich definitiv aber vor. Also das Buch war wirklich, ja, auch mal was ganz anderes, habe ich das Gefühl. Also ich habe bisher irgendwas in die Richtung echt noch nicht gelesen. Nichts Vergleichbares. Und deshalb hat mir das sehr gut gefallen. Und auch hier ist der Humor wirklich sehr, sehr schön in diesem Buch. Was heißt schön? Es ist sehr lustig. Ja, dann haben wir hier von J.P. Monninger Liebe findet uns. Ist noch nicht gelesen. Offline ist es nass, wenn es regnet, von Jessie Kirby. Habe ich bereits gelesen, fand ich unglaublich toll. Also wirklich, danach hat man echt Lust, irgendwie wandern oder campen zu gehen. 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness ist auch so ein Buch, was man, glaube ich, niemals in seinem Leben wieder vergessen wird, weil es so bewegend ist, so emotional, es einen so mitnimmt. Und ich habe das so geliebt, das Buch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, das gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Lest das unbedingt, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch hier gibt es, glaube ich, einen Film zu, den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ja, dann haben wir hier von Mona Kasten ihr allererstes Buch, Schattentraum hinter der Finsternis, ist aber auch noch nicht gelesen. Oh Gott, ich weiß nicht, wie lange dieses Buch schon auf dem Sub liegt. Ich habe es mir eigentlich direkt geholt, als es rauskam, aber ich habe es leider noch nicht gelesen. Aha. Shame on me. Sorry, Mona. Dann haben wir hier Morgen wirst du bleiben von Nina Stevens, auch noch nicht gelesen. Und die 2 letzten Bücher in dieser Reihe sind von Tina Köpke. Einmal 125 Tage Leben und 175 Tage mit dir. Ja, die habe ich bereits gelesen und auch geliebt. Das sind auch so 2 absolut schöne Bücher, die man sehr, sehr gerne liest. Erinnern so ein bisschen an die von Laura Kneidel oder Mona Kasten. Ja, falls ihr die noch nicht kennt, das ist eine absolute schöne Young Adult Reihe, beziehungsweise New Adult ist es schon. Guckt da unbedingt mal rein. Ich fand es sehr, sehr schön und sehr, sehr lesenswert. Und ich weiß gar nicht, ob es da noch einen 3. Teil zu geben wird. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wieder diese Clique kennenzulernen und mich wieder mit denen zu befassen, einfach wieder in dieses Städtchen zurückzukehren. Aber ich weiß es gar nicht genau. Aber damit sind wir durch mit all den Büchern. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Und wir sind wieder durch mit all den Büchern. Jetzt habt ihr auf jeden Fall alle Bücher gesehen, die hier bei mir so zu Hause sind. Es sind einige, ich weiß. Ich könnte mal durchzählen, wie viele das tatsächlich insgesamt sind, aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz über mein Bücherregal, wenn man das so sagen kann. Ich freue mich sehr, dass ich diese ganzen Bücher hier besitzen kann oder dass ich die einfach habe und ja, hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie immer, ihr kennt das Spiel und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wenn ihr möchtet und ja, macht's gut!